Die Gerüchteküche brodelt, könnte es sein, dass der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz doch in die österreichische Innenpolitik zurückkehrt. Wie würde das überhaupt ankommen und vor allem für wie wahrscheinlich halten Sie das? Naja, wie es ankommt, haben wir gesehen. Das heißt, alles, was in der ÖVP nicht nied- und nagelfest ist, musste im Kino antreten, um dem Altparteichef und Altkanzler, dem jüngsten Altkanzler in der Geschichte der Zweiten Republik, dem Urwaschelkaktus aus dem kleinen Walsertal, die Ehre zu erweisen. Das heißt, die türkisen Fanboys und Fangirls haben sich schick gemacht. Martin Ho, Ho, Ho und die Wiener Schneeboys. Justizsektionschef Pinacek, das Fossil der österreichischen Innenpolitik, Wolfgang Schüssel aus dem Schild. Also wie gesagt, es ist alles angetreten, was innerhalb der ÖVP Rang und Namen hat. Wie die Bevölkerung darüber denkt, ist auch relativ einfach. Denn wenn ein Kinofilm, der mit so viel PR als PR-Blase angekündigt war, gerade einmal 500 Menschen in Gesamtösterreich die letzte Woche ins Kino getrieben hat, ja, dann würde ich sagen, dass sich nicht einmal der tote Hund im Kleinwalsertal mehr für seinen Urwaschelkaktus interessiert. Das heißt, mag schon sein, dass Sebastian Kurz glaubt, an seiner Rückkehr ein wenig zimmern zu können, am Ende wird ihm der Wähler einen Strich durch die Rechnung machen, denn der ist offensichtlich nach wie vor von ihm enttäuscht. Es wird darüber spekuliert, ob, falls es denn eine Rückkehr von Sebastian Kurz geben könnte, ob er das mit der ÖVP tun kann, nachdem auch die Landeshauptleute nicht unbedingt hinter ihm stehen. Auf der anderen Seite könnte es auch eine eigene Liste geben. Was würde eine eigene Liste für die kommende Nationalratswahl denn überhaupt für die ÖVP bedeuten? Eine eigene Liste Kurz in Konkurrenz zur ÖVP würde bedeuten, dass die Österreichische Volkspartei bei 10% zum Liegen kommt und die Liste Kurz auch bei 10% zum Liegen kommt. Das sind dann ungefähr die 20%, die die ÖVP derzeit noch innehält. Mehr sind es ja nicht mehr. Die Problematik, die derzeit ja innerhalb der ÖVP stattfindet und daher auch Substrat für die Nachfolgediskussionen ist, ist jene traurige Tatsache, dass man mit Karl Nehammer einen Parteiobmann hat, an den die eigenen Funktionäre nicht mehr glauben. Das heißt, das Wiederauftauchen, das Mediale und von den eigenen Funktionären beklatschte Wiederauftauchen wie einst Loch Ness von Sebastian Kurz in einem Wiener Kino ist ja nichts anderes als die Bankrotterklärung des derzeitigen Kanzlerdarstellers und ÖVP-Parteiobmannes nominellen. Denn ich möchte schon zwei Veranstaltungen kurz miteinander vergleichen. Wir hatten vor 4 Monaten in einem Wiener Hochhaus die sogenannte Kanzlerrede. Mit Mühe und Not hat die Österreichische Volkspartei 100 Funktionäre regelrecht in einem sadomasochistischen Wahn dazu gezwungen, dort in dieses Hochhaus zu kommen, um den sprachlichen Wortkreationen des verunglückten PR-Experten Nehammer zu folgen. Wenn Sebastian Kurz mit den Fingern schnippt, dann kommen plötzlich 500 in ein Wiener Kino. Also desaströser kann ja in Wahrheit die Sympathieskala innerhalb der ÖVP nicht sein, dass der amtierende Parteichef irgendwo im Untersouterrain verweilt, also auf der Negativskala bei minus 100, und der geschaste und von der Justiz verfolgte ehemalige Parteiobmann noch immerhin beliebter ist, ja, als Filzläuse. Selbst der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer ist zu dieser Filmpremiere gekommen. Viele stellen sich die Frage, warum überhaupt, denn immerhin Sebastian Kurz scheint ihm auch gerade in den letzten Wochen auch in den Medien einfach die Berichterstattung streitig zu machen. Es wird eigentlich mehr über Sebastian Kurz gesprochen. Warum sind die Schwarzen so dumm? Auch ich kann das nicht beantworten, das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Mir fehlt jede Erklärung, warum Sebastian Kurz einen Film quasi über sich, einen Jubelfilm über sich installieren lässt, wo er doch jeden Tag hoch und heilig schwört, nicht mehr in die Politik zurückzukehren. Wenn er international Geschäfte machen will, interessiert es keinen internationalen Unternehmer, ob im Wiener Gartenbau Kino, 3 verwackelte Gestalten sich einen Film über Sebastian Kurz ansehen. Also cui bono, wem nützt es? Es nützt zumindest der wirtschaftlichen Expertise von Sebastian Kurz nicht, einen PR-Film zu machen, sondern eher der politischen Expertise. Wenn man einen politischen Film macht, dann frage ich mich, was hat Karl Nehammer noch im Kanzleramt zu suchen, wenn ohne das Sebastian Kurz offenbar die letzten Getreuen um sich schart und wieder Kanzler dieser Republik werden will. Ich verstehe ja schon einiges, was in den ÖVP-Köpfen zugeht. Die ÖVP liegt bei 20-22% verfestigt in allen Umfragen. Es wird nicht besser, denn zählen nur schlechter. Das heißt, ca.
30 Mandatare im österreichischen Nationalrat und viele Mandatare in den Bundesländern wissen, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren arbeitslos sind. Das heißt, diese ganzen Mandatare werden ja nicht mehr gewählt. Das heißt, die sind manövrierfähige Verlustmasse, ja, die werden abgeschrieben. Die rittern natürlich um ihr Leben, weil sie sonst kein Einkommen haben. So, und jetzt gehen sie heute her und versuchen Sebastian Kurz oder mit Sebastian Kurz sich gegenseitig zu bezirzen nach dem Motto, wir sind eh alle so stark, wir klopfen uns auf die Brust und hoffen, dass möglicherweise Sebastian Kurz der sogenannte heilige Georg, der Drachentöter ist, der dann Herbert Kickl besiegen wird. Nur auch da prophezei ich, es wird nicht gelingen. Und zwar aus einem schlichtweg einfachen Grund. Sebastian Kurz ist ja nicht wegen den justiziellen Ermittlungen zurückgetreten, sondern aufgrund der sogenannten Chat-Affäre, wo wir gesehen haben, dass er sich als, oder die ÖVP sich als Hure der Reichen sieht, die ja ohne dies nur alles das wollen, was jene tun, die man bei ihnen einzahlt. Und man hat ja ein Sittenbild gesehen. Und das Zweite, warum Sebastian Kurz selbstverständlich zurückgetreten ist, ist das natürlich die gesamte Corona-Politik, seine Corona-Politik. Ich erinnere, jeder wird wen kennen, der in dem Land gestorben ist. 100.000 Tote hat er uns an den Hals gedient. Die ersten Lockdowns hat er verordnet, dass die ja auch eindrucksvoll gescheitert ist. Das heißt, auch die politische Bilanz von Sebastian Kurz ist ja keine gute. Wie man damit eine neue Bewegung aufbauen will, es ist mir schleierhaft.